Der bärenstarke Nogli bohrt seinen Schädel in den Hinterkopf von Siemensmeier. Siemensmeier fällt um und Nogli marschiert einfach weiter. Oh, das war hart. Jetzt 3 Minuten vor Schluss und Hese sinkt in den Schnee nach dem Zusammenprall. Das war doch nicht nötig. Mit den Köpfen zusammengekracht und Netzer wird umgesägt. Das Bein ist offen bis auf die Knochen. Aber der Pfiff bleibt aus. Das müsste verboten sein. Der Dritt hat Koste den Beinern den Kopf abgerissen. Rupp humpelt ein böses Ding. Mit hühnereidigen Prellungen am Schenkel. Das muss doch nicht sein. Diels Knie schwillt und schwillt. Sängers Fuß, der sonst nach vorne zeigt, sieht jetzt nach hinten, wimmernd und wälzend am Rande behandelt. Oh, meine Damen und Herren! Und jetzt mit